Es ist einmal sehr interessant, sich ein bisschen die Statistik anzuschauen, welche Arten von Meteoriten eigentlich in unseren Sammlungen vorhanden sind. Das ist hier in diesem Kuchendiagramm einmal dargestellt, die mithilfe der MedBull-Datenbank gemacht wurden. Im ersten Kuchendiagramm sieht man, dass die meisten Meteorite von undifferenzierten Mutterkörpern stammen. Mehr als 90%. Das sind primitive Mutterkörper, die weder Kern noch Mantel entwickelt haben. Solche Mutterkörper, die Kernmantel entwickelt haben, sind die differenzierten Mutterkörper. Und die intermediären Meteorite gehören auch zu diesen differenzierten, denn die Meteorite, die intermediär klassifiziert werden, kommen aus dem Grenzbereich Kernmantel, wo sich beides Material vermischt wurde, sodass Metall und silikalisches Material in diesen Intermediären vorhanden ist. Dann schauen wir zunächst mal die differenzierten Meteorite an. Da sehen wir, die meisten hier sind Hauerite, Eukrite und Diogenite, die auch die HEDs genannt werden und von denen man glaubt, dass sie von Vesta kommen. Das ist alles Mantelgestein, also silikatisches Gestein, silikatische Meteorite. Weitere silikatische Meteorite, Mantelgestein, sind Angrite und Aubrite. Das heißt, ca. 2/3 bis 3/4 der differenzierten Meteorite stellen Mantelmaterial von Asteroiden dar. Das Kernmaterial, die Eismeteorite, sind ein knappes Viertel. Und intermediär sind die Pallasite und die Mesosiderite hier, also die wenigsten. Dann gehen wir als nächstes mal zu den undifferenzierten Meteoriten. Das sind die Chondrite. Die gehört mit zur bekanntesten Gruppe, weil die eben Material enthalten, das in der Protoplanetarscheibe direkt gebildet wurde und deshalb auch besonders interessant sind. Und von denen haben wir tatsächlich auch am meisten, nämlich eben diese 92%. Von daher könnte man meinen, die ganzen Asteroide sind vielleicht primitiv, undifferenziert. Das muss es aber nicht unbedingt heißen. Wir wissen aus Cosmic Ray Exposure, Strahlungsaltern, dass eventuell einzelne Ereignisse sehr viele Meteorite zu uns gebracht haben. Von daher können wir keine direkten Rückschlüsse auf die Verteilung im Asteroidengürtel ziehen hier. Also von den undifferenzierten Meteoriten sind die meisten H-, L- und LL-Chondrite. Das sind alles die gewöhnlichen oder im Englischen die Ordinary Chondrites, ca. 95%. Das heißt, die meisten der undifferenzierten, die meisten Chondrite sind gewöhnliche Chondrite. Das heißt, auch von allen Meteoriten sind die meisten Meteorite die gewöhnlichen Chondrite. Der Rest der Chondrite sind nur noch 5% und darunter auch die besonders interessanten kohligen Chondrite, die meistens CC für Carbonaceous Chondrites abgekürzt werden. Die sind besonders interessant, weil sie eine sehr ähnliche Zusammensetzung haben wie die Sonne. Denn zu diesen kohligen Chondriten, die hier nochmal aufgeschlüsselt sind, gehört auch diese besonders wichtige Gruppe der CI-Chondrite. Und die CI-Chondrite haben eine Zusammensetzung, die praktisch mehr oder weniger identisch ist mit der Zusammensetzung der Sonne, bis auf natürlich Wasserstoff, Helium und volatile Elemente. Aber diese Gruppe, wie gesagt, ist sehr gering, nur 0,4% von den 4% der kohligen Chondrite überhaupt. Bei den kohligen Chondriten sind die beiden häufigsten mit 50 oder fast sogar ein bisschen mehr als 50% CO-CM. Die bilden auch einen Clan, das heißt, sie haben gewisse oder sehr viele Ähnlichkeiten, diese beiden Gruppen. Und die beiden weiteren häufigen Gruppen sind CV, CK, die bilden auch einen Clan, 36%. Das heißt, fast 90% sind durch diese beiden Clans dominiert, also bei den kohligen Chondriten dominiert. Und das ist nur mal ein kleiner Einblick von vielleicht mit den wichtigsten oder interessantesten Merkmalen, wenn es darum geht, was für Meteoritentypen sind in unseren Sammlungen enthalten. Man könnte hier natürlich vieles mehr machen. Man kann auch petrologischen Typ, Verwitterungsgrad, sowas sich alles Mögliche angucken, Schockzustand oder auch, wie sieht es aus bei Fällen und bei Funden, gibt es da Unterschiede und so weiter. Wie gesagt, das sollte erstmal einen möglichst repräsentativen Einblick geben, in was für Meteoritenarten wir in unseren Sammlungen vorhanden haben.